Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout Tactics. Oh, der große Quartier ist ein Geschützturm. Ich meine, das war zwar nicht meine Begrüßung gewesen eigentlich, aber trotzdem, das ist ein Geschützturm. In der letzten Folge haben wir ein bisschen was für Geräusch. Ein kleines bisschen geschafft, schon hier vorzurücken, wie gesagt. Haben noch eine neue Umweltrüstung, oder wie die heißt, gefunden. Die wir dann brauchen, wenn wir dann diesen Tunnel nehmen wollen, um in die Basis zu kommen. Da kann ich allerdings nur zwei Leute reinschicken, weil ich habe halt nur die zwei Rüstungen. Und naja. Aber das können wir erst zum Schluss machen. Jetzt versuche ich einfach mal hier durchzukommen, sehen, ob sie überhaupt hier durchgeht. Aber ich denke mal, ich müsste hier eigentlich durchkommen. Ja, komme ich an. Ach, hier sehe ich ja noch hier das Gebiet von dem hier. Kann ich schon ein bisschen spionieren. Hier geht's durch. Hier ist aber die Pampe. Die Truhe. Dieses ganze Geblubber hier. Ich denke, wir werden wahrscheinlich noch ein paar Gegner sein. Jetzt hier rein. Ist da die Fabrik? Ist da noch irgendwas? Bücherregal. Was ist denn das hier? Sei bereit, Mensch in der Nähe. Achso, das ist ja die, ja klar, diese Basis. Ich denke mal, hier müsste bestimmt auch schon ein anderer Sand hier wartet. Und dann haben sie vielleicht noch alles vermieden, wenn wir Pech haben. Sieht schon mal einer, wie es aussieht mit einem Raketenwerfer. Stimmt was nicht mit Generator, ich habe einen kaputt gemacht. Ach der große Gott, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Ich glaube, wenn ich hier lang gehe, das ist ein bisschen gefährlich. Andererseits, hier ist dieses Geschütz. Fahrzeit, Jax. Hier geht nochmal hoch. Vielleicht können wir das Ganze irgendwie umgehen, wenn wir hier angreifen. Denn den Geschützturm habe ich ja hier gesehen. Ich weiß nicht, wie es da drüben aussieht. Oh, Fall entdeckt. Das bedeutet, wir brauchen Kate. Na hier, ist das Ding ist zwar beschädigt, das Teil, aber. So, wo liegen die Dinger? Hier sind schon welche. Entschärft. Und gespeichert. Speichert. Das ist auch noch so ein Ding. Schärft. Ja, komm, nimm mit. Nimm mit. Geh ich mal mit dir vor, nicht, dass hier noch irgendwelche Minen sind. Vielleicht sogar hier, könnte ich mir vorstellen. Na gut, hier ist noch ein Geschützturm. Ich denke mal, der Geschützturm geht wahrscheinlich dann nicht mehr, wenn hier das Teil da drüben kaputt ist. Die können wir vorstellen, sind garantiert noch Minen. Ah ja, klar, ist da noch Minen. Voll entdeckt. Oh! Okay, du hast doch die Falle entdeckt. Wieso läufst du da direkt rein, wenn du die Falle siehst? Steht deine Logik nicht, Kate. Scheiße, ich rück schon mal vor, vielleicht schaffe ich es ja hier durchzukommen, ohne abgeknallt zu werden gleich.
der nämlich sowieso nicht trifft da oben. Ja, der andere ist nämlich schon tot. Sehr hoch rennt zufälligerweise. Könntest du vielleicht den mit dem Raketenwerfer 1 von Lutz ballern? Hat eigentlich ganz gut geklappt. Jetzt eigentlich ziemlich gut geklappt. Na, geht doch wieder runter hier. Ah, Stitch. Warum findest du den Weg wieder nicht? Dann geh schon mal hier rein. Sag mal hallo. Hallo. Ich dachte, hier wären schon mehr Gegner. Gut, hier hat sich einer eben hingelegt. War es das eigentlich? Ja, da kann sich hinlegen, wie er will. Geh mal hier hin. Das ist auch dasselbe Schieß, wenn du willst. Hier ist bestimmt einer. Ich muss sagen, Stitch mastert sich wirklich hier zum echten Killer. So ein echtes Killerspiel ist das. Nee, du überladen bist, mein Freund, gehst du gleich zum Auto. Denn um modern zu sein, den ganzen Stuff, den ganzen Loot musst du natürlich gleich wegpacken. In dein Car. Ach Gott, wie kann man eigentlich nur so reden den ganzen Tag? Schon, dass wenn ich nur so zum Spaß reden will, dann gehst du schon selber auf die Nerven. Nein. Hey, wer ist denn noch im Auto drin? Kate? Achso, da hab ich die Granaten, die Minen reingemacht, stimmt ja. Wegen den Minen. Warum? Also hier ist als auch ein Geschütz, aber ich denke mal. Na gut, hier ist einer und hier ist einer. Da stand ja in der Beschreibung, wenn ich das Ding da hinten kaputt mache. Na genau, ist nicht bekannt für was. Na klar, für die Geschütztürme sicherlich. Ich komme ja hier. Doch in das Sand, hier komme ich rein. Muss nur durchs Minenfeld gehen. So, das war G0, hast du erstmal reingetan. Wird zwar Mutter 0 oder Mutter G0 oder wie das heißt. Aber jetzt ist es vaginal. Vaginol. Mit 1 Auspackfolge. Vaginol. Und dann so Nesca-Rennen kaputt und die Frau von dem Firmenhaber dann das Rennen gefahren, weil ihr das da in den Sack hängt. Dass sie dann Werbeträger war für dieses Vaginol, wenn die Möse trocken ist. Wenn es nicht mehr richtig flutscht, brauchst du Vaginol. Oh je. So, was hat denn der Kerl dabei gehabt? Ein Eisenrohr, das war jetzt nicht allzu viel. Von der mich nicht gesehen hat, verstehe ich zwar nicht, aber hat wahrscheinlich geträumt. Geträumt von einem besseren Leben. Oh, eine Kiste. Was ist das eigentlich? Flammenpistole. Aha. Die Flammenpistole ist eine schlecht konstruierte, unzweckmäßige Waffe. Letztendlich nichts anderes als eine Sparversion der Flame 450, der Flammenwerfer. Deine Freunde amüsieren sich bestimmt, wenn du dich selbst und alles um dich herum in Brand setzt. Na gut.
Was ist noch eine Kiste? Jedoch ist MK2 und wir haben schon eigentlich eine. Geschweige denn, wir haben sogar jetzt eine Metallrüstung übrig. Ich teils am Überlegen bin, ob ich dann nicht noch anderen zu einer Metallrüstung gebe. Meine Stein könnte eigentlich auch eine Metallrüstung gebrauchen, weil er hat ja auch mehr so schwer geworfen. Allerdings ist er jetzt auch ein bisschen mit auf Scharfschütze. Weil er sowieso schon Gewichtsprobleme hat, weil er so einen Haufen Zeug schleppen muss an Waffen und Munition. Wäre es eigentlich unsinnig, wenn ich ihm jetzt noch so eine schwere Rüstung gebe, dann kann er ja bald überhaupt nichts mehr tragen. Also, das weiß ich, bringt eigentlich überhaupt nichts. Wie komme ich eigentlich in die Basis rein, wenn ich hier reinfahren will? Ach, da muss ich den Ding als Streifen rumfahren. Ja, der Bus auch gut. Na komm, fahr das Auto mal ein kleines Stückchen vor. Park mal unter der Laterne draußen vor dem Tor. Ich wollte eigentlich noch die Dinger reinlegen. Deswegen bin ich doch eigentlich zum Auto gelaufen. Weißt du, eine kleine Kofferraum alles reinpasst, ist erstaunlich. Na gut, so wie mit Fallout 2. Da habe ich auch so einen riesen Zack, Kofferraum gehabt. Ach, das war schön, mit dem Auto da rumzufahren. Hier geht's denn also hoch. Jetzt würde ich sagen, alle von meinen Leuten hier leiten das mal nach und stürmen vor. Ich will nämlich in das Gebäude da rein. Eigentlich sollst du mit Stitch, aber der braucht auch immer eine extra Einladung. Warum keine Musik mehr jetzt ist, gerade verstehe ich zwar jetzt nicht so. Das soll wahrscheinlich nicht sein. So, hier, hier, hier. Geh mal hoch. Noch mal, dass du überlebst, wenn du hochkommst. Gut, er hat es schon mal geschafft. Na komm. Du wirst doch heute wegfinden. Der ist einen Meter vor dir. Stein? Nein. Stein, da. Da. Hochgehen. Hochgehen. Nicht umdrehen. Du siehst doch in die richtige Richtung. Jetzt dreh dir. Also. Stein. Also Stein ist irgendwie wirklich keine Leuchte. Stein. Bitte, geh da hoch. Geh doch da hoch. Ach Stein, du bist wirklich zu dämlich. Der lauf halt hier lang. Hallo! Hier ist keiner da. Na, zumindest wegen die Musik wieder da. Na, hier ist das. Das ist bestimmt wieder vermint, wenn hier solche Sperren sind. Snacks. Ah, hier kommt man auch in die Basis rein, sehe ich gerade. Hier ist der Zahn und hier ist was durchgebuddelt. Also muss ich vom Prinzip eigentlich gar nicht durch diesen Schlamm durchlaufen. Ich habe ja gesehen, als man unten war, da kommt man dann also hier im Keller raus. Aber wenn ich hier genauso gut durch kann, dann brauche ich ja nicht durch diesen Schlamm durchlaufen. Allerdings würde ich gerne wenigstens mit Stitch durchlaufen, durch diesen Schlamm, weil auch durch dieses Giftmüll. Eben weil da ja schließlich auch Kisten gewesen sind, was ich gesehen habe. Die Kisten würde ich halt schon ganz gerne mitnehmen. So, ich speichere aber gleich richtig ab. Der ist sicher, ist sicher. Nicht, dass ich mich in eine hoffnungslose Situation wiederfinden werde. Falle entdeckt. Warum war mir das klar gewesen, dass hier eine Falle ist?
Sieht gefährlich aus. Na gut, ich glaube, Amateure oder Laien sollten am besten nicht mit Sprengstoff hantieren. Merkt euch das bitte fürs Leben. Lasst die Profis ran. Ruft die Polizei oder wen auch immer, wer sowas machen muss, und ruft die, und dann sollen die das machen. Oh, nein, du sollst nicht drauf gehen. So. Ich habe eine mal gesprengt. Oh Gott, jetzt müssen noch mehr fallen irgendwo. Trotzdem habe ich jetzt den Vorteil, weil wir jetzt hier sind, dass wir schon mal ein bisschen nachsehen können. Zum Beispiel, ob hier noch ein paar Feinde sind. Nein. Und hier ist das Minenfeld, der Minengürtel. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Ja, hier, wenn ich die anlogge, sag mal, ich leg dich hier hin. Lockt sie an! Lockt sie an! Töten! Gut gemacht! Fahren ist da nämlich noch. Können wir nicht das Ding kaputt machen, haben vielleicht die Generatoren dann keinen Strom mehr. Kopf verletzt! Tot. Stromgenerator 2 zerstört. Es klingt nicht. Ich glaube, die sind jetzt deaktiviert, wenn ich mir das ansehe. Wir werden es ja sehen. Ich laufe einmal vor, weil sie noch die Dinger noch schießen können. Also, da war hier noch irgendwo ein Supermotor, der sich hingelegt hat. Ich glaube, hier. Stimmt, ich habe hier auf defensiv gemacht, stimmt, ja. Hast aber auch kein Zielwasser getrunken, oder? Tötet ihn! Tötet ihn! Ich geh jetzt mal ganz nah ran. Versuch's mal direkt davor zu gehen und schieß das Ding kaputt. So, knüppel durch mir das Ding mal nieder. Stitch, du kannst auch ein bisschen knüppeln. Jo, da ist ein Schamschlüssel dabei. Magst du knüppeln? Ich denk schon. Du steh auf und mach auch irgendwas.
Städtel, dann knüppeln ab das Ding hier. Na komm, wir hätten geschafft, das Ding kaputt zu schlagen. Jo, du kannst schon mal hier die Leiche plündern. Die eine schon geplündert, den einen Kerl, ja, stech denn nicht. Nein. Das sind noch die anderen beiden Plündern, die hier gelegen haben, irgendwo hier oben. Auch hat einer sogar Obst dabei gehabt. Sieh mal an. Auf seine Gesundheit auch schon geachtet. Gesundes Obst. So, eine Truhe haben wir sogar auch noch. Ein bisschen Munition, die kannst du selber gebrauchen. Munition, die nicht gebrauchen kannst. Und du bist gerade so nicht überladen. Ah, perfekt. Ach, hab's geschafft. Kommt, ihr knüppelt jetzt noch ein bisschen weiter. Hier das ein bisschen knüppeln. Oder, na gut, mit einer Klinge knüppeln ist wahrscheinlich nicht so, aber ich weiß, wie man das nennt mit einer Klinge. Nicht knüppeln halt. Ah, du hast einen Knüppel. Wer ist mein Schläger? Das ein bisschen knüppeln. Knüppelt mal ein bisschen rum. Lasst eure ganze Wut raus, eure Aggression. Denn das ist eure Wutprobe. Stellt euch das Gesicht von jemandem vor, den ihr nicht mögt. Und dann knüppelt einfach munter drauf los. So, dann kann ich gleich das Auto ein bisschen weiter vorfahren. Wo bin ich denn mit dem Auto durchfahren können? Komme ich denn überhaupt da durch eigentlich? Ich meine, ich kann das Fahrzeug irgendwie mitnehmen, aber wo ist denn der Abholpunkt eigentlich? Hier oben. Theoretisch hier. Wie soll ich da hinkommen mit dem Auto? Wie soll ich da mit meinem Auto da hinkommen? Ich kann ja schlecht mit dem Auto hier lang gehen. Man muss wahrscheinlich dann hier von dem Haus hier dann hier irgendwas mit Endposition. Ich kann doch mit dem Auto nicht da hochfahren. Ich hoffe, dass du mit dem Auto eher wieder langkommst. Ich komme doch hier nicht durch. Ich will doch nicht das ganze schöne Zeug hier drinnen lassen. Na gut, das muss ich dann sowieso vorher abspeichern und testen. Wenn ich das dann mache, dann werde ich ja sehen, ob ich es mitnehmen kann oder nicht. Denn wenn nicht, würde ich halt meine Leute halt überladen und dann müssen die halt das ganze Zeug schleppen. Wenn die halt in Zeitlupe nach Hause laufen, das muss ich ja dann nicht aufnehmen. Ich will das Auto ja schließlich zurücklassen hier. Ich habe das Gefühl, wie gesagt, ich komme eigentlich nicht durch, weil hier ist es egal, ich komme mit dem Fahrzeug hier nicht durch. Und gleich Sven, wie gesagt, ich kann ja. Na gut, ich kann höchstens durch die Halle durchfahren. Aber ich denke, hier komme ich trotzdem nicht durch. Na, ich warte mal bei Eingang von dem. Oh! Die knüppeln ja immer noch. Ich dachte, die sind fertig. Schwer beschädigt. Gut, derzeit kann ja Kate, bis du vorlaufen kann, Minen schärfen. Voll entdeckt.
Hast du jetzt eine Entschärft oder nicht? Entschärft. Gescheitert. Gescheitert. Entschärft. Woher, wie muss man das Fahrzeug mitnehmen können? Das wäre sonst irgendwie Quatsch. Warum sollte man das Auto oder dieses Fahrzeug hier einfügen? Wenn wir es nicht mitnehmen können, das macht ja keinen Sinn. Meine Güte, wie viele Fallen haben denn die hier? Gescheitert. Entschärft. Ich weiß gar nicht, ob das eigentlich Erfahrung bringt, wenn ich die Dinger entschärfe. Na, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ich habe ja immer gespeichert. Nein, bist gescheitert. Versuch's nochmal. Entschärft. Versuch mit wenigstens das zu entschärfen, ohne dich Luft zu sprengen. Gescheitert. Entschärft. Und knüppel die aber noch Mutter drauf los und sind fertig. Braucht doch keine Munition verschwenden, das Ding kaputt zu machen. Ach, überladen. Bewegungsunfähig. Jo, du bist die Stärkste. An der Stelle werde ich auch die Folge jetzt beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt oder andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir dann versuchen, die Hauptbasis zu gelangen und hoffentlich auch das Fahrzeug dann auch irgendwie mit aus diesem Gebiet rausnehmen zu können. Also, macht's gut, bis dann, tschüss.